Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich und immer wenn ich hier drücke, meint er, ich muss das mal abstellen, dass ich hier, dass der Ziffernblock, wo ich meine OBS-Makros habe, auch hier im Spiel irgendwas steuert, von dem her. Auf alle Fälle, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Aufnahme. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Gold. Wir haben immerhin inzwischen Silber gefunden. Da freue ich mich schon ganz, ganz arg, denn ja, unser Metallgolem hier, der möchte gerne versilbert werden. Außerdem ist hier drüben. Also wir haben ja schon vor einer ganzen Weile hier eine ganz schicke Bar aufgebaut, ne? Aber inzwischen haben wir so viele Bergarbeiter, dass die Leute gar nicht mehr zufrieden sind. Und deswegen bauen wir hier gerade an einer noch schickeren Bar mit Pool sogar. Ja, und da gibt es noch ein bisschen Arbeit, denn dort soll auch tatsächlich Silber mitverarbeitet werden und alle möglichen Sächelchen. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommen mag. Und wir haben auch inzwischen hier eine hübsche Dusche hingebaut. Denn wir haben ein Mädel, außer mir, ein Mädel im Dorf. Und das soll ja auch alle Conveniences, die möglich sind, zur Verfügung haben. Genau. Was wir jetzt als erstes machen, denke ich mal. Ich guck mal, wie viel Silber wir haben. Und ob wir noch... Ah, da hinten können wir Silberbarren abholen. Das ist sehr schön. Denn wir brauchen noch ganz viele Blöcke zum Bauen. Und die Silbermine soll natürlich ihrem Namen auch alle Ehre machen und silbern glitzern. Also da habe ich jetzt nichts mehr. Habe ich alles verbraten? Oh, ich müsste auch mal wieder Glas machen, sehe ich gerade. Ja. Doch, ich glaube, wir haben Material genug. Ach ja, das machen wir eh aus Sand. Sehr praktisch. Oh, oh nein, ich glaube, 2090 brauchen wir dann doch nicht. Ja, vielleicht sowas in der Richtung. So, das darf dann mal so vor sich hin wurzeln, sage ich jetzt mal. Ja, eben. Und das Haus, das wir oben hatten, haben wir abgebaut. Hier hat die Babs jetzt ihr eigenes Zimmer. Ich glaube, das gefällt ihr auch ganz gut. Und wir sollen natürlich jetzt auch wieder in die Mine zurück, denn die Silberausbeute ist doch noch etwas kärglich. Und wir sollen mal gucken gehen, ob wir nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Silber finden. Jetzt ist es aber so, da hinten, guck mal, es ist jetzt gleich wieder, ja, da kommen sie alle angerannt. Es ist jetzt gleich wieder Abend, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal wieder die Abrechnung. Das heißt, das warten wir jetzt erstmal ab. Die haben alle viel zu viel Energie. Wie man sieht. So, macht mal eure Abrechnung. Genau, immer wenn das Abendrot leuchtet. Und viel mehr werden wir nicht kriegen, weil wir haben ja bis jetzt nichts mehr in der Mine gearbeitet. 13 Brocken Silber und das war's. Aber ja, okay, der Golem braucht inzwischen ja 3000 Klumpen, nicht nur 1000 wie beim Kupfer. Aber ich denke mal, irgendwann haben wir auch das zusammen. Da bin ich zuversichtlich. Ja, man sieht's. Es wird langsam weniger. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Was ich jetzt gern machen möchte, ist noch ein paar von diesen Blöcken. Wir brauchen 109 immer noch. Mal gucken, ob das inzwischen... Oh, es reicht inzwischen. Stellen wir die mal alle her und dann können wir nämlich die alle schon in unsere Silberbar packen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Aber da brauchen wir Gold dazu. Das haben wir noch nicht gefunden. Das wird noch warten müssen. Und da... da die Stechbrause. Ganz ehrlich? Ich glaube, da haben wir auch noch nicht die Sachen gefunden. Es gibt hier zwar so Kakteen, aber ich habe schon alles von den Kakteen ausprobiert und am Fass. Aber Stechbrause ist noch nicht bei rumgekommen. Ich weiß nicht, da müssten wir noch über irgendwas Besonderes stolpern.
Wir könnten eigentlich tatsächlich mal, wir wollten ja mal da hinten erkunden. Also ich weiß nicht, ob hier zum Beispiel, ob man da Steakbrause draus machen kann. Also so jedenfalls nicht, wenn ich es jetzt so mitnehmen würde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das doch abhacken müssen. Aber aus den Dingern habe ich leider auch keine Steckbrause rausbekommen. Und ich habe bis jetzt keine andere Kaktusart gefunden. Also von dem her, entweder es läuft uns noch ein anderer Kaktus über den Weg, oder wir bekommen auch noch eine andere Möglichkeit, etwas herzustellen, so ähnlich wie jetzt zum Beispiel mit der Pfanne. Dass wir da vielleicht noch irgendwie durch die Kombination von zwei Sachen Brause herstellen können. Wie auch immer, vielleicht auch erst. Wobei, nee, das kann ja gar nicht sein. Ich habe gerade überlegt, vielleicht auch erst, wenn die Silberbar steht. Aber die Silberbar benötigt ja die Stechbrause. Wir haben nämlich rausbekommen, als wir das Fass benutzt haben. Ja, eben, nur diesen schmackhaften Smoothie aus beiden. Also aus diesem und aus diesem. Was vielleicht sein könnte, wenn man irgendwie das mit dem da mixt oder so. Also wenn man das dann irgendwie zusammenbauen könnte, dann gibt es vielleicht dann wieder noch ein neues Rezept. Ich laufe jetzt einfach mal hier. Oh, guck mal, da hinten, das sieht doch aus wie ein Rätsel, oder? Das können wir heute auch noch gleich machen, wenn wir hier schon erkunden sind. Ich habe schon lange nicht mehr erkundet. Habe immer nur das gemacht. Fast immer. Was mir die lieben Dorfbewohner aufgetragen haben. Da bin ich ganz hörig. Oh, ja, ein Rätsel. Mit Farben. Aber sieht nicht schwierig aus. Normalerweise sind es so kleine Logikrätsel. Bis jetzt war es nicht wirklich anspruchsvoll. Bei einem haben wir ein bisschen gebraucht, aber eigentlich finde ich das auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen nachdenken muss und nicht immer gleich sieht, was los ist. Aber bis jetzt waren es so Rätsel, die man eigentlich schon irgendwoher kannte. Oh, das sind aber auch schöne Blöcke. Also, wir haben hier einen Block, der hat hier rosa, da hat er blau und da hat er grün und da hat er rot. Und wenn man jetzt sagt, okay, hier ist rosa und blau und hier ist rosa und das ist doch schwarz, oder? Und ist das auch blau, bloß dunkel? Ach nee. Grün. Und wir haben hier gelb, grün und. Aber gelb hat es hier drüben doch gar nicht. Oh, oben ist auch was. Ah, schwarz. Okay, alles klar. Dann ist unten gelb bei diesem Würfel. Was bedeutet, der Würfel ist gekippt? Und zwar. Gekippt und gedreht. Das heißt, oben ist rot, würde ich jetzt mal sagen, behaupten. Das stimmt. Muss man da nur noch hochkommen? Da habe ich mir natürlich meinen. Oder ich baue mir einfach noch eine Stufe. Ich habe jetzt gedacht, ich kann hier hochhüpfen, aber das ist ja tatsächlich auch ein bisschen höher. Also muss ich mir eine kleine Treppe bauen. Machen wir mal dahin. Und dann bauen wir uns mal eine kleine Treppe. Oh, ich höre schon wieder einen Geist. Meh, ich will keinen Geist. Ich will hier basteln. Machen wir das doch einfach hier hin, weil hier muss ich nichts mehr einfüllen. Da kann die Treppe dann einfach stehen bleiben. So, dann komme ich nämlich dann hier hoch. Mit meinem. Oh. Oh-oh. Malroth, magst du da mal ein bisschen Hand anlegen an den Geist? Dann kann ich hier weiterbauen. So, also das kommt hier rein, denke ich mal. Oh, es leuchtet auch schon. Aber ich weiß jetzt nicht, das würde hoffentlich nichts ausmachen, dass da jetzt das Muster oben ist und nicht nur die Farbe. Es kam ja quasi das blaue Zeichen, dass es richtig ist. Wo ist jetzt der Geist? Hä? Ist der jetzt hier verschwunden? Also mir ist es ja recht, aber ich wundere mich gerade trotzdem. Okay, rot. Dann kommt blau. Moment, jetzt muss ich nachdenken. Jetzt haben wir hier rot, genau.
Ich habe es nicht so mit. Also schwarz, rot. Wir brauchen pink, schwarz. Was kommt dann? Pink, schwarz. Dann kommt grün. Also kommt grün hier vorne rein. Würde ich mal behaupten. Au! Okay, der war da drin versteckt. Stecke ich das mal schnell rein. So, war richtig. Und dann kommt gelb auf die Seite. Jetzt haben wir den aber noch hier aus dem Weg räumen. Oh, ich sehe auch gar nicht gesund aus. Eigentlich möchte ich jetzt nicht sterben. Ich möchte das Rätsel fertig machen. Da haben wir was zu essen. Aber das gibt leider nicht allzu viel. Oh, oh, dem Malrock tut das auch nicht gut, das Gespenst. Dann machen wir doch unser Rätsel mal ganz schnell weiter, während er da so kämpft. Dann machen wir das mal ganz schnell fertig. Und lösen es ein und dann zack. Oh, und wenn wir Glück haben, dann wird es morgen und unser Geist verschwindet sowieso. Anja löst das Puzzle. Da ich jetzt hier hinten stehe, sieht man gar nicht. Oh Gott, mal raus, muss ich dich jetzt wieder heimtragen? Oh. Wir haben es gerade so geschafft. Anja erhält eine Mini-Medaille. Komm mal raus, weg da. Das ist ungesund. Komm mit. Wir lassen den Geist. Es wird auch ganz schnell hell jetzt. Dann verschwindet er von alleine. Und hallo Lukas, hallöchen. Oh, die Sonne scheint doch schon. Warum ist der Geist immer noch da? Jetzt ist er weg, oder? Aber mein Malross auch. Oh Gott, der liegt jetzt da hinten platt. Jetzt darf ich den wieder heimtragen. Ach, ich habe gedacht, wir schaffen das noch. Verdammt. Ja, komm, steh auf. Muss ich dich jetzt rumtragen, bis du wieder fit bist. Eiwei. Guck mal, aber ich trage den richtig cool auf einem Arm. So stark bin ich. Jetzt mal gucken, was wir hier noch erforschen können. Also das war jetzt hier so hinten. Da, ich denke mal, das war das mit dem Drachen wahrscheinlich. Die Lichtung sozusagen. Also oben in den Bergen. Da hinten sieht man noch irgendwas. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Vielleicht durchhüpfen. Wir können eh mal in den Bergen rumhüpfen bei Gelegenheit. Mal schauen. So, und da war nämlich die schicke Oase. Aber hier gibt es, glaube ich, auch nichts. Kann ich ihn da hinlegen? Nö, ich kann ihn gar nicht ablegen. Ich kann gar nichts machen, solange der nicht fit ist. Weil ich wollte jetzt mal gucken. Die Blümchen haben wir aber bestimmt schon. Jetzt geht's ihm wieder gut. Okay, dann machen wir mal so. Ich glaube, die ja, okay, ich habe noch die Handschuhe an. Ich möchte doch die Samen mitnehmen. Aber die haben wir, glaube ich, schon zu Hause. Stimmt, wir könnten mal so ein bisschen auf Heilkräuter hoffen. Die würde ich dann sogar auch lassen, dass wir immer mal wieder welche ernten können. Denn mit Heiltränken habe ich es hier wirklich nie so dicke. Oh, okay, da kam Gras raus. Dass wir hier immer mal wieder ernten gehen. Ich finde es aber blöd, dass da nicht immer... Sollen wir mal so gleiten? Was passiert eigentlich, wenn ich eine Gladiole so abhacke? Gar nichts. Okay. Aber wir brauchen ja noch Samen. Für unseren Cocktail. Oh, die Hasen greifen an. Ich habe vielleicht gerade einen gestreift. Dass die aggressiv geworden sind. Aber ich glaube, wir brauchen eh so langsam wieder was zu futtern. Unsere Bergarbeitermannschaft. Und da oben. Er hier? Hallo? Den haben wir letztes Mal nämlich schon gesehen und dann bin ich aber vorbeigewuselt. Ey! So, und dann mal nix wie zurück und dann den Tag genutzt,
um nach unserer Silberader zu gucken. Damit wir heute Abend dann doch vielleicht noch eine bessere Ausbeute haben. Als den letzten Abend. Och, eigentlich könnten wir ja gleich in die Mine springen. Wir müssen ja gar nicht zurücklaufen. Es sei denn, ich möchte noch ein bisschen was in die Kiste legen, in die Speisekammerkiste, damit unsere gute Köchin hier noch was kochen kann. Ja, machen wir das mal noch. Dann haben wir da, sie ist nämlich schon ganz fleißig dabei. Aber, sie hat doch Pilze und alles. Wieso kocht sie jetzt nicht dieses Mal, sondern... Okay, muss sie wissen. Also hier, dieses wollte sie doch kredenzen, den Arbeitern. Aber irgendwie muss das wohl ich kochen. Da wagt sie sich selber noch nicht so ganz dran. Okay. Oh nein, jetzt wollte ich gerade loshüpfen. Na gut. Ah, dann können wir ja mal testen, ob unsere Mauer gut hält. Oh oh, die hält ja gar nicht. Aber da kommen auch andere. Das sind gar nicht die Maulwürfe. Das ist natürlich fies. Oh, die kriegen hier alles kaputt. Die Maulwürfe. Oh, fies. Die machen unsere Mauer kaputt. Also reicht dieser Stein nicht für die. Das ist gemein. Okay, dann lasse ich hier den Durchgang erstmal. Den machen die mit einem Schlag nämlich kaputt. Und ich habe gehofft... Aber eigentlich, sie hätten ja einen Durchgang. Aber die rennen einfach zielsicher nur dahin, wo sie wollen. Und hauen da alles kaputt. Aber diese Mauer, da habe ich sie auch dengeln sehen. Die haben sie nicht durchgekriegt. Also wir müssten alles wahrscheinlich aus Eisen machen. Damit sie da nicht durch könnten. Aber so viel Eisen haben wir ja noch nicht. Beziehungsweise möchte ich jetzt auch nicht verbraten. Selbst wenn ich es hätte. So, jetzt schnell in die Mine. Denn ich möchte mal hier weiterkommen. Da, alter Aufzug. Dann haben wir nämlich auch keine Angriffe mehr im Dorf. So. Gleich hier noch ein paar Sachen mitnehmen. Und wo sollen wir uns treffen? Da hinten. Eigentlich würde ich ja liebend gerne hier alles schön machen, sodass das alles wieder so schön aussieht. Aber das sind so Werkeleien, die kann man dann als Feinarbeit mal machen. So, hier müssen wir durch. Aber er zittert. Hat er Angst? Nee. Anja, du hast dir ja ordentlich Zeit ja, stimmt. Ich habe noch ein bisschen weiter gebaut und war auf der Jagd und oh, tut mir leid. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst mich nicht im Dunkeln allein lassen. Jedenfalls sagt mir das Zucken meiner Rückenmuskeln, dass irgendwo hinter dieser Mauer Silber ist. Hau mal mit dem Eisenhammer dagegen und schau, was du finden kannst. Wir müssen mehr Silberadern finden. Okay, jetzt hatten wir ja letztes Mal so einen anderen Superschlag gelernt. Muss ich gerade mal überlegen, wie der nochmal ging. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß nur noch meinen normalen. Das war irgendwas mit der Maustaste. Ja, genau, 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 genau. Ich weiß wieder. Ich weiß. F und Maustaste. Nee, das war's nicht. Ah, und Rechtstaste. So, jetzt. So war's. Ja, genau. Viel besser. Oh, da sind schon wieder hüpfende Pilze. Und dann machen wir mal... Hey, ich war hier hinter einer Wand. Einfach durch die Wand. Geht's ja nicht. Jetzt machen wir erstmal die Platte hier. Das geht ja nicht. Wie im Schlafgas hier. Huh. Den Durchgang hast du echt gut ausgehämmert. Aber für das ganze Silber, das wir da rausholen wollen, wird's ein bisschen eng. Ich lass den mal von den Jungs erweitern. Ich wollt's grad machen. Dann kamen die Pilze. Ey, hierher, ihr lahmen Trantüten. Hier gibt's was zu tun. Hey, ho. Und damit gewerkelt und geschafft und gemacht und getan.
Tadadada. Wow, ja, okay, so hoch hätte ich den Durchgang natürlich auch nicht hingekriegt. So ist das schon besser. Ich habe enge Räume noch nie ausstehen können. Alles klar, Jungs, rein da. Wir sollten auch schon mal reingehen, Anja. Wenn ich mich auf meine Trizepse verlassen kann, ist da drin säckeweise Silber. Wir müssen mehr Silberadern finden. Ja, das... Warum sind wir ja hier? Gut, dann sausen wir doch mal durch. Ich lasse jetzt mal einfach die Gegner hier stehen. Wir kriegen zwar auch Level ab, wenn wir die umhauen. Aber ich finde die jetzt gerade ein bisschen nervig. Oh. Oh, oh, oh. Da ist auch ein Skorpion. Ein Silberskorpion. Denn die draußen sind ja gelb. Aber er hat jetzt nichts Besonderes fallen lassen, oder? Was speziell Skorpion, Silberskorpioniges? Ich sehe jedenfalls nichts in meinem Gepäck, was hier anzeigt, dass ich irgendwas Besonderes bekommen hätte. Die packe ich mal hier rein. Die brauchen nicht da oben in der Leiste sein. Und die auch. Jo. Und das könnte man mal darüber packen. Da ist irgendwie mein Inventar wieder verschoben. Ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie gleichzeitig im so mache und dann irgendwie eine bestimmte Taste drücke, glaube ich, dann tut es irgendwie die Leiste einmal quer verschieben, sodass die Sachen anders angeordnet sind. Also wenn wieder so ein dicker Herkules kommt, da renne ich aber einfach vorbei. Mag nicht wieder sterben. Oh, heißt das, ich muss wieder eine Fackel anzünden, damit unser, wie heißt er? Body hier auch durchgeht. Da vorne waren aber keine, oder? Da waren keine Fackeln. Nur hier. Obwohl, hier ist es viel dunkler. Ah, doch. Aha, okay, da bin ich einfach vorbeigerannt. Aber er hat diesmal nicht gejammert, ne? Wegen der Fackeln. Okay, da hat es einige. Die möchte ich natürlich schon anzünden. Okay, einmal Fackel aus dem Gepäck. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch welche dabei habe, aber ich müsste eigentlich schon noch welche haben. Ja. So. Dann kann man die nämlich auch anzünden. Und dann müssen sich unsere Arbeiter nicht fürchten. Oh, schon gleich wieder Pilze da überall, obwohl wir die gerade erst weggemacht haben. Oh, das Silberding, das könnten wir brauchen, weil das lässt vielleicht wieder so eine Flüssigkeit fallen. Könnten wir gerade mal probieren. Da trifft man oft daneben, das ist so quecksilbrig. Aber da kriegt man so eine Silberessenz oder sowas raus. Hä? Ja, super. Wenn man erhöht steht, dann trifft man die oft nicht. Boah, der kotzt mir hier mitten ins Gesicht. So geht's ja nicht. Und den trifft man nämlich nicht immer und er hüpft immer weg. Aber er flieht also nur. Der fliegt nur, also wirklich wie Quecksilber. Aber jetzt machen wir die mal weg, damit der Malrücken mir auch hilft. Und? Hatte ich mal nichts drin? Oder habe ich es schon aufgefangen? Das Schlückchen. Mal gucken. Nö, leider war da wohl keins drin. Oder ist er verschwunden? Na gut, das müssen wir wohl hinnehmen. So, hier noch irgendwo eine Fackel. Nö. Oh, was ist denn das für ein Sack? Mit Edelsteinen und Schmuck? Guck mal. Hey, dich wollte ich jetzt eigentlich in Ruhe lassen. Aber okay. Guckt euch das mal an. Und Kronen und Schätzen. Und wir haben ja gehört, dass es hier Schätze geben soll und Ruinen. Aber guckt mal, da steht auch so eine Kanne, wie wir eigentlich für die Bar. Und ein Schminktisch und alles. Oh, schöne Sächelchen.
Hallo, wer bist denn du? Wer ist da? Ich kann in den dunklen Tunnel hier überhaupt nichts erkennen. Ganz ehrlich, ich sehe überhaupt nichts. Du hast, glaub, auch nur aufgemalte Augen, aber eigentlich ist hier Licht. Eigentlich müsstest du sehen können, wenn du sehen kannst. Es sei denn, der da im Sack ist, spricht und nicht der Sack selbst. Sag mal, hast du dich etwa verlaufen? Wir bekommen hier nämlich nie Besuch, weißt du? Fast nie. Oh Gott, jetzt platzt er gleich. Nun ja, jetzt, wo du schon hier bist, kannst du mir auch einen großen, dicken Gefallen tun. Wie wär's? Ja, natürlich, wir helfen immer gern. Fantastico, so ein liebes Mädel. Ich habe dir doch noch gar nicht gesagt, was ich will. Ach, ich helfe immer gern. Also, meine drei kleinen Brüder haben sich in diesen verworrenen Tunneln verlaufen. Die albernen Kerlchen. Könntest du sie wohl suchen? Sie werfen nur zu gern ein Äuglein auf Glitzerkram. Also kannst du sie sicher in der Nähe von einer glitzernden Metallader finden. Oh, vielleicht der Silberader, die ich suche. Ich hoffe, das hilft dir bei der Suche. Sie sind nur kleine Stöpsel, zu klein und zart, um auf sich selbst aufzupassen. Bitte finde alle drei. Wenn es dir schwerfällt, die Hand vor Augen zu sehen, solltest du ein paar der Fackeln anzünden, die ausgegangen sind. Ich habe schon ein paar angezündet. Dann kannst du nicht nur besser sehen, du kannst auch markieren, wo du schon warst. Verirrte Schäfchen werden hier unten aufgefressen, Schätzchen. Deiner Karte wurden drei neue Orte hinzugefügt. Kannst du meine kleinen Brüder finden?